Noch irgendwelche Besonderheiten in der Schweiz erlebt? Vom Käsefondue schlecht geworden oder irgendwelche besonderen Erlebnisse? Schweizer Essen, fantastisch. Die Biereinheiten, da vertraue ich auf leider doch wieder auf deutsches Hefeweizen. Das ist, damit kann ich etwas mehr anfangen. Schweizer Wein, hervorragend. Ja. Schweizer Zöllner. wenn vorhanden und arbeitswillig, dann leider lästig, weil so eine ganze Backline mal eben kurz an der Grenze ausladen macht keinen Spaß. Ansonsten, Schweiz ist ein wunderbar entspanntes Land. Es macht immer Spaß, herzukommen. Wunderbar. Dazu muss ich noch sagen, danke, danke, danke. Es ist jetzt, war sehr nett, vielleicht nicht ganz authentisch, aber sehr nett sowieso. Ich glaube schon, dass es ehrlich gemeint war, oder Stefan? Natürlich, natürlich. Warum sollte ich lügen? Nicht daneben sitzt es. Du hast ja eben schon angesprochen, du spielst also auch eben, da ist immer wahrscheinlich eine Band mit dabei, gefällt einem nicht oder so. Was ich so ein bisschen vielleicht vermisse, ihr spielt kaum so irgendwie auf größeren, Festivals, ne? So Ska-Festivals, so Potsdam, Roßlau, was es da im Moment so Angesagtes gibt. Da wollte ich eigentlich nochmal die Frage stellen, liegt es an euch, liegt es am Veranstalter? Also ich würde euch gerne mal auf so einem Ding sehen, in dem Rahmen auch, ne? Also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, an was es liegt, aber es müssen halt natürlich sehr viele Sachen zusammenpassen. Es muss erstens für uns auch irgendwie praktikabel sein. Das heißt, die Reisekosten müssen sich mit der Gage so wenigstens mal die Waage halten. Wenn es kein allzu großes Festival ist und man ans andere Ende von Deutschland reisen muss dafür, möglicherweise als Headliner, ist dann schon klar, was zu erwarten ist, nämlich nicht viel mehr Leute, als wir auf unserer Tour auf einem Club-Gig haben. Was natürlich, das wäre ein irrer Spaß, aber irgendwo müssen wir auch gucken, dass unsere Arbeit sich mit dem Nutzen so ein bisschen die Waage hält. Und wir wollen ja dann auch wieder lustige neue Platten machen und haben so das ein oder andere vor, wofür man auch ein bisschen was auf der hohen Kante braucht. Und dann machen wir lieber das, als einfach nur in der Gegend rumzufahren. Ja, ihr begrenzt das auch, ne? Also eine Zeit lang seid ihr auch immer irgendwie um Weihnachten halt rum getourt und macht es jetzt nicht so irgendwie mal da zu spielen. Also habt ihr alle noch irgendwie Jobs nebenbei? Die einen sind Musiker, aber die anderen irgendwie vielleicht auch Jobs oder alle Musiker? Alle Musiker. Die Busters sind jetzt eine reine Profiband. Oh wow, also bei Olympia dürfen wir nicht mehr mitmachen. Ja, okay, das dabei sein ist alles nicht mehr gefragt. Ja, aber vielleicht in dem Zusammenhang auch so der Bezug einfach zur Ska-Szene. Der ist klar, die Leute kommen zu euch, aber so vom Publikum her, hat sich das irgendwie gewandelt oder was für Typen laufen da rum? Also es gab lange Zeit lang diesen Prozess, dass die Ska-Szene sich bei den Busters nicht mehr aufgehoben gefühlt hat. Also Ska-Szene sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich von allzu viel Schubladendenken nichts halte. Ich weiß natürlich auch, dass Tribalismus und sich selbst definieren unheimlich wichtig ist. Aber das ist ja jetzt eigentlich nichts, woran man eine Band aufhängen kann. Also die haben sich dann irgendwann nicht mehr so aufgehoben gefühlt, auch weil dann Otto Normalverbrauchers auf dem Konzert waren. Da waren dann irgendwelche Erdkundelehrer in Sandalen, die haben Rotwein getrunken hinten beim Konzert. Geht ja gar nicht. Irgendwann haben wir festgestellt, dass vorne die Kids pogen und hinten steht dann doch mal wieder ein Erdkundelehrer rum und in der Mitte steht dann aber wieder ein alter Skin rum und hört sich dann schön mal unseren Ska an und findet es gar nicht so schlecht. Und mittlerweile finde ich die Mischung eigentlich ziemlich gut, weil wir sind keine Punkband, wir sind eine Band, die abgeht. Und das tun die Leute. Und von den traditionellen Ska-Fans kommen immer mehr zurück, weil wir eigentlich auch so mit Punk-Ska und Pop-Ska, auch wenn das manchmal heißt, wir würden Pop-Ska machen, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht so. Also wenn jetzt irgendwo Northern Soul zu hören ist, dann wissen Eingeweihte, dass das kein Pop ist, sondern dass das Northern Soul ist und dass der natürlich mit Skins und Root Boys mehr zu tun hat, als jetzt irgendwie einfach nur Reggae zu spielen. Also einfach, ich kenne ja viele Bands und ich habe, glaube ich, kaum reine Skinhead-Bands gesehen, aber so
auch von der... Wart. Ah, ja. Aber die haben Irish Folk gespielt. Das ist cool. Aber ich bin da jetzt nicht so ganz genau drin, aber wart ihr Skinheads früher oder habt ihr euch so auch aus der Szene irgendwie, wart ihr da mit dabei oder also gerade die Zeit so Ende 80er? Also ich denke, es war eher so, dass man die Musik gemacht hat, sich für die Musik interessiert hat und dann natürlich auch sich Docs geholt hat, und weil die Ästhetik einem schon gefallen hat. Ich würde jetzt keinen von uns per se als Skinhead bezeichnen, aber dadurch, dass wir uns auch schon sehr lange in diesem Fluidum, sage ich jetzt mal, Mischung Musik, Kultur bewegen, gibt es da auch keine Berührungsängste. Was jetzt wohlverstanden sein will, Nazis mögen wir nicht, aber das ist ja eigentlich das Gegenteil von Skinhead. Also ich denke, das ist auch für alle klar, die bei Scabies Humor zuhören. Und die anderen werden automatisch abgeschaltet. Ja. Du hast eben schon gesagt, vom Sound her auch, es kommen viele Leute zurück. Da will ich gleich nochmal auf die neue Platte kommen. Vielleicht kannst du für die Leute, die heute Abend hier nicht in Winterthur sein können, mal in kurzen Worten beschreiben, wie die neue Platte ist und ja, vielleicht ein bisschen vom Stil her, worum es geht. Also die neue Platte ist erstmal super. Das ist sind die neueste Platte ist immer die beste, aber Waking the Dead heißt sie. Und wen wollt ihr aufwecken außer den Toten? Die Couch Potatoes vielleicht nochmal wieder? Eigentlich so mehr so abstrakte Begriffe, die gerne mal für tot erklärt werden, wie Hoffnung, Lebensmut, Energie. Das wird in dem Lied, das auch der Platte den Titel gegeben hat, auch gesagt. Also das hat nichts mit Zombie-Visionen oder so zu tun, sondern es geht darum, eigentlich sich selber wieder zum Leben zu erwecken. Und die Grundstimmung der Platte, ja gut, Grundstimmung ist immer schwierig, weil da geht's ja rauf und runter und spielt ja jeder gerade, was er will. Aber sie hat einen sehr viel stärkeren Madness-Touch als frühere Platten, sage ich jetzt mal. Okay, und am besten die Leute kaufen die Platte und gehen zum Konzert, das ist immer das Einfachste. Genau. Ja, abschließend vielleicht noch die Frage nach der Zukunft. Wie wird's weitergehen mit den Busters? Gibt's schon Planungen irgendwie über das Jahr hinaus? Über dieses Jahr hinaus? Ja gut, also unser Chart-Eintritt ist für Juli 2013 geplant. Wie heißt die Single? Da wollen wir auch den Grammy entgegennehmen für einen Song, der heißt Hey Hey Na Na So So. Also wir werden dieses Jahr am 15. Mai eine Live-DVD in Hamburg aufnehmen, in der Fabrik, mit hoffentlich ganz, ganz vielen Leuten im Publikum und einer super Crew dabei, bestehend unter anderem aus dem Regisseur Jonas Grosch, für dessen Film Resist, Aufstand der Praktikanten, wir auch einige Songs beigesteuert haben, die auch auf unserer Platte zu hören sind. Dann hoffen wir, dass noch ganz, ganz viele Festivals kommen. Aktuelle Daten sind auf unserer Homepage zu sehen, www.thebusters.com. Ist das nicht mehr Busterland? Ist das nicht mehr Busterland? Ich glaube, über Busterland kommt man auch ran, aber die Adresse, die ich immer eingebe, ist www.thebusters.com. Also du checkst deine Tourneedaten selber, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ja, genau. Also ich hab's nicht so mit Computern, muss ich ehrlich sagen, aber wenn ich ganz sicher gehen will, ob ich am Wochenende jetzt weg muss oder nicht, gucke ich mal auf unserer Homepage vorbei. Wunderbar, also das wäre doch schön, wenn das irgendwie alle anderen auch noch machen. Vielleicht eine Sache, die mir noch einfällt hier zum Abschluss, die mich auch wirklich wahnsinnig interessiert, einfach wie das zustande kommen von so einer Platte ist. Ne? Ihr seid nun echt wirklich viele Leute und... wie kommt's? Wer hat die Ideen? Wer macht den Sound? Wer schreibt die Lieder? Also wie komme ich da jetzt wieder raus? Scheiße. Auf dieser Platte steht relativ oft mein Name hinter den Songs. Das heißt nicht, dass ich generell sehr viel alle Lieder schreibe oder sowas, sondern es hat sich jetzt einfach so ergeben. Ansonsten ist es üblicherweise so, dass wer eine Idee hat, diese Idee präsentiert in Form entweder eines Demos oder in Form von Sheets und ausgedruckten Texten, dann wird eine Vorproduktion gemacht, das heißt, es wird ein Guide eingespielt, dann wird notdürftig drauf gesungen, dann kommt ein bisschen Schlagzeug drüber und dann wird sich überlegt, was machen wir mit dem Song, in welche Richtung wird er gehen, muss der schneller werden, muss er vielleicht höher werden,
klingt der Ron da überhaupt in dem Song? Kommt er da zur Geltung? Ist das vielleicht der völlig falsche Song für diese Kapelle? Und nach diesem langwierigen Auswahlverfahren schaffen wir es dann immer irgendwie so zwischen 10 und 20 Songs auf der Pfanne zu haben, wovon dann die, von denen wir denken, es geht gar nicht ohne die, die kommen dann auf die Platte. Wunderbar. Ja, Mensch, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt mittlerweile ist es ja auch schon fast kurz vor dem Auftritt. Nicht, dass wir die Leute noch warten müssen wegen uns. Also vielen Dank. Und ja, also ich bleib dabei. Ich habe, wie gesagt, angefangen mit den Couch Potatoes auf Kassette. Und ja, werde mich mal überraschen lassen. Hier ist übrigens mein erstes Konzert von den Busters. Und bin schon angenehm überrascht und freue mich auch auf das Bier. Vielen Dank. Ja.